83 Punkten diesen Rang zurzeit innehat. Hat gestern schon ein kleines bisschen viel Boden verloren, war außerhalb der Punkteränge und wird hier in dieser Startaufstellung der Pilot von Vortec noch geformt zu einer 16. Startaufstellung. Die erste Runde ist absolviert. Ja, zurück. Natürlich keine Veränderung, das ist eine ganz klare Sache, denn hinter dem Safety Car darf hier nicht überholt werden. Also können wir uns da nochmal in aller Ruhe so ein kleines bisschen mit den weiteren Gegebenheiten auseinandersetzen. Es gab halt Stimmen einiger Piloten, die gesagt haben, wir wollen oder wünschen uns hier den Regen. Die Formel BMW Europa ist ja zum ersten Mal in Möglichkeit und heute ist seine Startposition ja auch etwas ungünstiger. Statt der des zweiten Ranges von gestern, heute Rang 3. Auf der anderen Seite brauchen Sie sich jetzt keinen großen Kopf machen über die Boxenmauer, denn die ist nämlich jetzt auf der anderen Seite. Da könnte er vielleicht doch ein kleines bisschen mehr Glück haben. Safety Car wird übrigens diese Runde hereinkommen, wie wir es angedeutet haben, und dann geht es über die Restrenndauer von 9 Runden Distanz, die dann noch vor den Piloten liegen. Vor dem Feld der 24 Fahrzeuge, jetzt sind es ja eigentlich nur noch 23, da einer ja ins Ausgerodelt ist. Grégoire de Mosty, der Franzose, der also nicht mehr mit dabei ist, zumindest stand er vorhin im Kiesbett. Wir werden dann vielleicht noch so ein kleines bisschen gleich die Gelegenheit haben, da hinzuschauen, ob er in der Zwischenzeit, ob er sich dann wieder hat befreien können und dort herausgekommen ist. Sieht aber nicht so aus, auf dem Bildschirm ist da noch nicht, nee, da haben wir noch eingeblendet. Ist also nicht mehr mit von der Partie. Unsere Startnummer 23. Die Welt befindet sich jetzt. So, der Gleiter. Dort ist man zurzeit unterwegs. Wird dann einige Runden auf die Start. Die gerade nach der Runde. Anschließen und Philippe Nasre muss die Entscheidung treffen, wann er aufs Gas steigt. Und das tut er bereits jetzt schon. Holt ganz, ganz weit aus. Klar, man hat natürlich im Nassen auch eine andere Linie. Der Start über die Restrenndauer von 9 Runden Distanz ist jetzt also freigegeben. Es geht auf die Reise. Runde 2 ist zu Ende. Und Nasre ist natürlich erstmal der Spitzenreiter. Aber man schauen mal dahinter. Da kommt Christensen nur halbherzig mit in Richtung William Baller. Der muss sogar aufpassen, dass Junkadella von hinten nicht noch herangeschossen kommt.